Was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht schon, ich bin hier wieder auf der großen Baubattle-Arena und... Hä? Rex, was machst du da? Du kannst rauskommen. Du musst rauskommen. Es geht los, Rexy. Die Zuschauer okay. warten. Hey. Was geht, Rexy? Yo, hi. Ich hoffe, dir geht's gut, denn du weißt, was wir heute machen. Wir sind nämlich hier extra wieder auf unserer riesengroßen Baubattle-Arena. Guck dir das an, Braxy. Wow, wie cool ist das denn? Und was bauen wir heute, Lumi? Wir werden heute das ultimative, sicherste Turm-Battle machen. Das heißt, wir werden jetzt gleich einen richtig großen Turm bauen, Braxy. Und es gewinnt der, der den sichersten Turm baut. Hast du alles verstanden, Braxy? Ja! Ansonsten, bevor es losgeht, schaffen wir es in 3 Sekunden, dass ihr alle ein Like da lasst und den Kanal abonniert. Das würde uns richtig freuen, stimmt's, Braxy? Ja! Okay, ich zähle jetzt runter. 3, 2, 1. Danke, dass ihr abonniert und geliked habt. Und jetzt würde ich sagen, Braxy, gehst du hier runter auf deine Seite und ich auf meine und dann geht es los. Okay, ich habe noch eine Frage. Ja. Tschüss. Du Kleiner, okay. Los geht's, Leute. Ich bin auch direkt gemutet. Braxy ist auf seiner Seite, ich auf meiner. Und wir werden jetzt den sichersten Turm bauen, Leute. Das wird der absolute Oberhammer. Denn ich habe wieder richtig coole Sachen. Wir haben wieder Minen, Laser. Dann habe ich ganz viele Waffen und Stacheldraht und noch vieles mehr. Und damit werde ich jetzt einen richtig coolen Turm bauen. Okay, Freunde, wir bauen heute das sicherste Turm oder den sichersten Turm. Oh, ich kann schon wieder nicht richtig sprechen, weil ich so aufgeregt bin. Den sichersten Turm würde ich... Ich mache den aus Erde. Boah, richtig gute Idee. Ich baue jetzt erstmal meine OP-Axt und dann brauche ich ganz viel Quarz, denn mein Turm wird aus Quarz gebaut. So, ich würde sagen, wir machen erstmal die Grundfläche. Der Turm soll ja ein bisschen größer werden. Wir machen da eine Markierung. Dann geht der Turm bis da runter, dann bis hier nach drüben und bis dahin. Und jetzt müsst ihr ganz genau aufpassen. Ich nehme das jetzt und mache hier 2 Markierungen. Dann gebe ich diesen Command ein und zack, schon habe ich das alles aus Quarz gemacht. Und so kann ich richtig schnell einen großen Turm bauen. Den machen wir jetzt noch ganz groß, deswegen muss ich jetzt mal ganz viele Blöcke nach oben machen. Was macht Braxy denn eigentlich... Der baut einen aus Erde, was ein Volltrottel. Braxy ist ja echt der größte Noob, Leute. Eieiei. Aber ich mache jetzt erstmal hier noch die Wand hin und die letzte Wand nach unten. Zack, da eine Markierung und dann kommt auch da eine richtig große Wand hin. Boah, mein Turm sieht echt oberhammermäßig groß aus. Jetzt machen wir hier noch mehrere Etagen rein. Aber erstmal würde ich sagen... Machen wir jetzt hier den Eingang. Und ich würde sagen, für den Eingang habe ich eine ganz, ganz coole Idee. Und zwar werde ich das Ganze so machen, Leute, dass, boah, das ist eine coole Idee. Schaut mal, ich werde das so machen. Wir machen hier so eine Dreierwand. Zack, jetzt brauche ich klebrige Kolben. Redstone-Verstärker, Redstone-Fucking, Redstone. Und das sollte erstmal reichen. Weil jetzt machen wir da einen Kolben hin, Leute. Da unten ein, dann da drüben ein, da noch ein, hier auch noch ein und da auch noch ein. Das sieht jetzt ein bisschen kompliziert aus, aber glaubt mir, ich krieg das hin, Leute. Jetzt muss ich was ganz Wichtiges beachten. So, jetzt muss ich Folgendes machen. Jetzt muss ich da einen Block hinmachen und hier auch ein. Und jetzt muss ich da eine Redstone-Fackel hinmachen. Und da auch eine Redstone-Fackel. Jetzt müssen wir auf die andere Seite gehen. Machen da auch einen Block hin. So. Und da kommt ein Redstone-Verstärker drauf. Und wenn ich jetzt hier Redstone langlege. So. Und mir jetzt einen Knopf nehme. Und auf den Knopf drauf drücke. Dann seht ihr, geht das auf. Das heißt, nachher wird diese Tür aufgehen. Das wird der Oberknaller. So, das heißt, die Seite haben wir. Jetzt müssen wir die auch noch machen. Das heißt, wir müssen hier auch durch. Und hier muss jetzt auch ein Redstone-Verstärker hin und auch wieder Redstone. So, dann hätten wir die Seite. Das Ganze müssen wir jetzt aber auch noch hier unten machen, Leute. Das heißt, hier kommt auch eine Redstone-Fackel hin und hier kommt auch ein Verstärker hin. Und natürlich wieder Redstone. Und das Ganze nochmal hier oben, das heißt da auch eine Fackel. Und hier oben auch wieder ein Verstärker. So sieht das Ganze jetzt aus. Und ich glaube, Braxy wird auf keinen Fall damit rechnen, dass ich so einen krassen Turm baue. Oh, warte, wir müssen das anders machen, sonst funktioniert das da nicht wegen der Redstone-Fackel. Ganz kurz, wir müssen die Redstone-Fackel dahin machen und den Verstärker jetzt hier oben hin. So,
Jetzt funktioniert das Ganze. Boah, das sieht echt kompliziert aus, Leute. Hier, perfekt. Das ist mega. Was könnte ich jetzt noch machen? Ich brauche noch was Cooles. Irgendwas Cooles. Was können wir denn drin aufbauen? Ich baue erstmal Truhen auf. Truhe. Wir brauchen ganz viele Truhen. So, und da das jetzt ein Leuchtturm ist, hier kommt eine Truhe hin. Dann haben die Besucher hier auch eine Truhe. Und hier oben auch eine Truhe. So, perfekt. So, dann machen wir hier oben gleich auch eine Decke hin, damit das alles ein bisschen versteckt ist, Leute. Machen wir alles schön zu. So, und jetzt müssen wir das Redstone noch irgendwie hier rausbringen. So, dann machen wir hier einfach eine kleine Treppe nach unten. Zack, zack, zack. Und nach unten. So, das geht auch nach unten. Und jetzt machen wir hier einfach einen kleinen geheimen Weg, Leute. So, und der muss jetzt bis nach, ich würde sagen, bis nach hier drüben. Denn da kommt dann der geheime Knopf hin. Und den machen wir genau dahin. Das heißt, bis dahin machen wir jetzt Redstone. So. So, hier unten müssen wir natürlich auch noch verbinden. Das heißt, hier machen wir auch noch Redstone hin. Zack. Das heißt, das ist auch verbunden. Jetzt fehlt nur noch die Seite. Und jetzt nehme ich mir hier noch einen geheimen Knopf. Zack. Den machen wir dahin. Ihr seht schon, der ist aus Stein. Das heißt, damit das nicht so auffällig ist, machen wir das auch alles aus Stein. Zack. Aber wenn ich jetzt auf diesen Stein drücke, müsste theoretisch hinter uns die Tür aufgehen. So, wir testen das. 3, 2, 1 und... Okay, das hat funktioniert, aber die da oben sind nicht nach oben gegangen. Ich glaube, wir müssen das Signal hier oben nochmal anpowern. So, jetzt muss es aber funktionieren. 3, 2, 1, komm schon! Ja, es funktioniert. Unsere Geheimtür funktioniert. Schaut euch das an, Leute. Boah, und wenn ich jetzt hier drauf drücke, können wir hier reingehen. Boah, hier machen wir jetzt auch noch schnell zu. Zack, zack. Den Boden müssen wir auch zumachen. Zack, 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 zack. Also ich glaube, den Eingang wird Braxy auf keinen Fall toppen können, Leute. Aber wir müssen uns jetzt beeilen. Wir müssen jetzt noch ganz viele Sachen hinbauen. Jetzt machen wir da einfach so. Und da kommen jetzt die Raketentürme hin. Zack. Und da kommt auch einer ran. So, da machen wir jetzt das einmal rein. Dann Redstone-Blöcke, damit die auch schön angepowert werden. Und Raketenmunition. So sieht das Ganze jetzt aus. Boah, das wird der absolute Wahnsinn. So, hier machen wir das auch noch schnell rein. Unsere Redstone-Blöcke. Unsere Raketen. Und einmal Spieler angreifen. Perfekt. Das wird auf jeden Fall der Oberknaller. Jetzt können wir das Ganze noch mit Redstone tarnen. So, und hier auch. Boah, okay, das sieht ultra krass aus. Und damit das auch schön stark bleibt und hier niemand außen rumläuft, machen wir hier noch überall so Spikes hin. Zack, genau so. Und auf die Seite kommen auch noch Spikes hin. Boah, das sieht doch unfassbar aus. Raketenwerfer stehen, das sieht super aus. Jetzt würde ich sagen, machen wir da noch ein bisschen Stacheldraht rum, dass hier auch wirklich alles schön sicher ist. Das heißt, wir machen hier einfach auf Nummer sicher nochmal um den kompletten Turm Stacheldraht rum. So, jetzt drücken wir einmal den Knopf und gehen rein. Perfekt. So, hier hinten soll es ja auch schön sicher sein. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir da einfach mal unseren Laser. Und dann kommt hier oben einfach Laser hin. Genau so. Und dann kann auch hier hinten niemand mehr einbrechen. Jetzt würde ich sagen, machen wir hier noch eine Treppe hin, die zur nächsten Etage geht. Das heißt, wir machen jetzt hier mal schön auf. Und dann kommt jetzt hier die nächste Treppe hin. Wir müssen ja auch irgendwie in die nächste Etage kommen. Perfekt, jetzt können wir nämlich hier hoch. So, jetzt müssen wir hier aber auch noch schnell zumachen, weil das darf man ja nicht sehen. Deswegen machen wir da einfach eine Wand drüber. Und jetzt kann man hier hochgehen und dann seht ihr schon, geht es noch richtig weit nach oben. Und bis dahin werden wir jetzt noch einen richtig krassen Turm bauen. Ich würde sagen, auf die Etage mache ich ein paar Wächter, die meine Base bewachen. So, jetzt nehme ich meine Mob-Kloner-Axt und mache hier jetzt noch meine eigenen Wärter hin. So, einmal Wärter erschaffen, zack. Und das sind meine eigenen Wärter, die meine Base bewachen. Sobald Braxy hier reinkommt, werden die ihn angreifen. Und davon machen wir einfach mal 3 Stück hier hin. Zack, da noch 2. Und hier oben kommt auch noch einer hin. Ansonsten würde ich sagen, können wir auch noch an den Eingang links und rechts einen hinmachen. Machen wir einfach hier noch einen hin und da auch noch einen. Das heißt, sobald Braxy hier hinkommt, werden die ihn angreifen. Das heißt, Braxy, komm meinem Riesenturm auf jeden Fall nicht zu nah. Und damit ihr hier nicht so alleine seid, kriegt natürlich noch ein paar Überwachungskameras, die das Ganze hier noch beobachten. Dann machen wir da einfach mal eine hin
und einfach gegenüber auch noch eine. Die müssen wir noch verbinden. Zack. Und die da drüben auch. Und jetzt seht ihr schon, kann ich hier in die Kamera gehen und kann hier immer gucken, was in dem Turm vor sich geht. Ja, ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt einfach hier noch einen ganz einfachen Lagerraum hin, indem wir hier jetzt noch ein paar Kisten hinmachen. Ja, und dann wird das hier einfach ein ganz simpler Lagerraum, Leute. So, machen wir überall zwei Stück drauf. Genau, meine Werte bewachen die Kisten jetzt. Und dann bauen wir hier auch... Ja, mache die mal weg. Und dann bauen wir hier auch die nächste Treppe hin, die hoch in die nächste Etage geht. So, das heißt, zack, zack, nach oben. Hier einmal Treppen drauf. Dann kann das hier unten wieder weg. Und dann geht's hier weiter nach oben. Genau so. Was brauche ich oben noch? Oh, ja, Leuchtblöcke. Wartet mal, wo kriege ich die nochmal her? Da, ein Glowstone. Weil das ja, oh mein Gott. Oh, wartet, so. Und so. Jetzt müsste mein Turm eigentlich leuchten. Oh mein Gott, ist das cool. Hm, wie können wir jetzt unseren Turm noch besonders sicher machen? Vielleicht, wenn wir Lava drumherum machen? Weiß es ja nicht. Wartet mal. Doch, ich mache jetzt einfach ein Lava. Das macht man doch immer so. So. Jetzt nehmen wir ganz viel Lava und platzieren das jetzt einfach mal hier so drumherum. Hier müssen wir ja rüberlaufen und hier geht's wieder weiter. Und auf der anderen Seite auch nochmal. Oh, das ist so cool. Und auf die andere Seite. Oh, Freunde, guckt euch das an. Mein Turm hat auch ein Lavabecken. Und dann sind wir auch schon oben auf der nächsten Etage. Jetzt können wir nämlich hier runtergehen, haben hier unsere Wachen. Hier unten ist der Eingangsbereich mit unserer Tür und unserem Laser. Jetzt gehen wir erstmal wieder nach oben, denn wir sind noch lange nicht fertig. Hier würde ich sagen, machen wir jetzt den Schlafbereich. Da brauchen wir natürlich blauen Teppich, denn ihr wisst, ich bin blau, Leute. Deswegen brauche ich auch einen blauen Teppich. Und jetzt machen wir erstmal alles schön bequem weich mit einem Teppich. Es ist zwar ein Sicherheitsturm, aber er soll ja trotzdem auch ein bisschen gemütlich sein. Deswegen kommt hier jetzt überall Teppich hin. Weil sonst wird es ja auch ein bisschen kalt auf den Fliesen. Auf Dauer. Deswegen machen wir überall Teppich hin. So, das hätten wir. Jetzt brauche ich natürlich noch ein schönes Bett. Das muss auch blau sein. Und da machen wir auch ein schön großes Bett hin. Hier kann ich dann so drauf springen und so abends drauf schlafen. Richtig gemütlich. So, wir sind hier oben. Wir haben nicht mehr so viel Platz. Wir müssen jetzt hier noch was Cooles reinbauen. So, ich glaube hier, Leute, baue ich eine kleine Schatzkammer hin. Und jetzt habe ich so eine richtig krasse Tür hier, Leute. Und die nutze ich jetzt, indem ich da jetzt einfach hier so eine kleine Wand reinmache. Zack. Und da kommt jetzt diese richtig krasse Tür rein. Guckt euch das an. Das ist eine richtige Schatzkammer. Da kann man auf keinen Fall einbrechen. Und die kann ich jetzt auch aufmachen. Und dann kann ich hier reingehen und hier meine Schätze verstecken. Super cool. Ich würde sagen, wir machen das Ganze noch schnell zu. Mit einem Kommando, zack. Und dann habe ich hier einen richtig coolen Bunkerraum. Und hier verstecke ich jetzt meine ganzen Diamanten, Leute. Das wird meine Schatzkammer. Boah, hier werde ich alle meine Diamanten verstecken. Okay, das heißt, wir machen hier jetzt ein paar Diamanten rein. So, genau. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt habe ich hier meine ganzen Diamanten. Jetzt gehe ich hier erstmal raus, mach das wieder zu und dann sind die da richtig gut drin versteckt, Leute. Und damit die Tür auch niemand aufkriegt, mache ich jetzt hier noch ein Nummernschloss hin. Das heißt, man kommt hier nur mit meinem PIN rein und der PIN wird sein, wir machen den einfach mal 1122. Zack. Das heißt, immer wenn ich jetzt meinen PIN hier eingebe, kann ich in den Bunker rein. Super. Das heißt, wir bauen jetzt hier oben einfach noch eine Decke rein, Leute. Weil, ich sag euch ehrlich, wir können den gar nicht höher bauen, weil wir sonst über die Bauhöhe drüber bauen. Das ist verboten im Baubattle, Leute. Daran habe ich gar nicht gedacht. Deswegen machen wir jetzt hier oben die Decke hin. Genau. So, dann machen wir hier noch ein paar coole Fenster zur Aussicht rein, damit man auch schön rausgucken kann. Perfekt auf unser Lumi. Das ist doch perfekt. So, ein schön großes Fenster. Auch hier vielleicht noch eins. Hier drüben auch noch ein cooles Fenster. Und dann sieht das Ganze schon so aus. Jetzt müssen wir noch irgendwie eine Treppe nach da oben bauen. Machen wir hier oben noch einen Notausgang hin. Den machen wir jetzt einfach mal da oben hin. Dafür würde ich sagen, machen wir hier einmal eine Mauer hin. Nehmen uns wieder unsere Leitern. Da kommen überall Leitern hin. Und da oben kommen Hochsicherheitsschiebefalltüren. Ich zeige euch das mal. Die macht man hier oben hin. Und jetzt kann man die so richtig krass aufschieben. Guckt euch das mal an, Leute.
Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall auch einen Notausgang. Ansonsten brauchen wir auch noch einen Panikknopf. Damit können wir Alarm anmachen, falls irgendwas passiert. Den machen wir einfach mal hier daneben hin. So. Ansonsten machen wir hier noch unseren gemütlichen Teppich hin, damit auch alles immer schön weich ist und nicht zu kalt, weil abends kann es hier echt kalt werden. Ich sag's euch, Leute, weil das ist ja alles Quarz. Deswegen brauchen wir auch ein bisschen Teppich. Und ich glaube, dann sind wir eigentlich so gut wie fertig. Ich kann mir jetzt hier noch ein kleines Waffenarsenal hinmachen. Mit einer Laserpistole, eine Kettensäge, eine Armbrust, ein Schlagstock und einem Elektroschocker. Ich meine, guckt euch das mal an, diese Laserpistole. Damit kann ich einfach Laser schießen. Oder mein Elektroschocker kann ich aufladen und dann kann ich damit Leute wegelektroschocken. Und die machen wir jetzt noch hin. Dafür brauche ich einfach nur einen Rahmen. Und dann mache ich da einmal meine Laserpistole rein. Da kommt meine Kettensäge hin. Da kommt mein Elektroschocker rein. Hier meine Armbrust. Und hier mein Schlagstock. Jetzt habe ich hier meine Waffen noch alle hingemacht. Perfekt. Dann muss ich einmal meine Falltür noch zumachen. Genau. Und dann, glaube ich, sind wir fertig. Dann gehe ich einmal wieder hier runter. Das ist zu. So, mein Schlafzimmer ist auch gut. Die Wachen passen auch schön auf. Perfekt. So, das Lager ist auch schön sicher. Ich glaube, wir sind fertig, Leute. Das ist unser Secret Tower, also unser sicherer Turm, Leute. So sieht das Ganze von außen aus. Sieht richtig krass aus. Vor allem hier, Leute, mit unserer geheimen Tür. Das ist der absolute Oberknaller. Ich würde sagen, wir entmuten uns und mal schauen, was Braxy gebaut hat. So, Braxy, ich bin fertig. Wie weit bist du, Braxy? Lumi, ich bin schon lange fertig. Wie lange hast du denn gebraucht? Ja, ich habe halt einen sicheren Turm gebaut, Braxy. Ich werde das gewinnen. Das denkst du? Ich würde sagen, ich komme rüber auf deine Seite und dann schauen wir uns zuerst mal deinen Turm an, okay? Okay, 3, 2, 1, komm rein! Ich komme rüber und... Ha! Dein Turm wird keine Chance haben. Guck dir meinen Turm an. Ich habe oben Glas, damit ich alles mir angucken kann. Ich habe Kameras platziert und ich habe hier auch geheime Fallen. Und ja... Braxy, also, ich glaube, du hast dir da auf jeden Fall Mühe gegeben. Ja, ich habe richtig viel gebaut. Ja, das hast du gut gemacht mit Stacheldraht. Lava hast du auch benutzt. Ja, richtig. Ich würde sagen, ich gehe mal in den Game Mode 0 und dann schaue ich mir das Ganze mal an, Braxy. Okay, wo bist du denn? Ah, da bist du. Tada! Okay, dann viel Spaß. Darf ich reingehen? Ja, versuch mal reinzugehen. Wie willst du denn da reingehen? Okay, so, also ich sehe, du hast auf jeden Fall scannbare Türen benutzt. Das heißt, die kannst nur du aufmachen. Dann scan mal gerne deine Augen und lass mich mal rein. Nein. Ja, wie nein? Dann gucke ich mich nein. Nicht an. Okay, tschüss. Aber meins ist doch sicher. Guck. Okay, ich mache auf, komm. Ja, okay. Schnell, die Tür geht zu. Oh. Ja, reingelegt. Ja, aber Braxy... Was denn? Ja, aber dann fällst du ja selber rein, wenn du... Nein, ich hätte es ja gewusst. Ja, du bist ja ein richtiger Witzpold. Aber Leute... Ich hätte es doch gewusst. Oh, Leute, guck dich Braxys Turm an, der ist aus Erde. Er will jetzt hier irgendwie auch cool machen mit irgendeiner Falle. Wenn er unser Turm nur kennen würde. Ja, okay, ich sterbe jetzt. Ja, okay, reicht doch. Aua. Ha, du bist gestorben. Das heißt... spätestens dann bin ich schon in den Kameras und kann es sehen. Naja, wenn du meinst, okay, ja gut, dann springe ich jetzt mal da drüber. So, okay, jetzt bin ich hier drin. Was hast du hier aus Druck gemacht, Braxy? Hast du hier irgendwas? Hier ist ja... Na, du bist schon wieder reingefallen, du Dussel. Ich hab doch gesagt, ich habe den sichersten Turm gebaut. Komm hier hoch. Mann, dein Turm ist aus... Komm hier hoch. Dein Turm ist aus Erde, Braxy. Was für sicher. Ich kann den einfach abbauen hier. Ey, nein, aber das darfst du doch gar nicht abbauen. Komm hier hoch. Ah, okay, natürlich darf ich das nicht. Ja, und das ist mein Turm jetzt. Du bist also... Okay, ich sehe, du hast eine Truhe. Okay, dann schaue ich mir deinen Turm mal... Hier ist ja wieder eine Truhe. Okay, was ist... Hier ist wieder eine Truhe. Und hier... weiter? Wo ist dein Schlafzimmer? Wo ist denn dein... Ha! Du Loser! Du bist runtergefallen! Ich hab den sichersten Turm! Oh, Braxy, ich weiß ja nicht, ob das wirklich... Also, ich meine, hier ist alles aus Erde. Also, ich kann hier einfach alles abbauen und... Also, hier ist ja nichts. Also, du hast mal außen so eine kleine... Raus aus meiner Wohnung! Okay. Raus! Braxy, ist doch okay, reicht. Also... Du hast halt hier unten so eine kleine Falle gebaut. Aber das... Okay. Ja, Leute.
Ich brauche nicht mehr zu sagen, das war Braxis sicherer Turm. Ich glaube, Braxi, es ist an der Zeit, sich mein Turm anzugucken. Okay, du wirst niemals gewinnen gegen mich. Leute, ihr müsst am Ende des Videos in die Kommentare schreiben, welchen Turm ihr cooler fandet. Und dann würde ich sagen, Braxi, komm, wir gehen jetzt auf meine Seite. Let's go. So, du darfst rüberkommen, Braxi, in 3, 2, 1 und schau dir meinen Turm an. Oh, hä? Der ist ja riesig. Hä? Ja? Wir sollten einen sicheren Turm bauen, Braxi. Ey, komm mal nicht, du darfst nicht rumfliegen. Hallo, hallo. Oh, Entschuldigung. Kommen Sie zurück daher. Sie kommen schön hier runter. Jetzt darfst du einmal in den Game Mode 0 gehen. Und dann würde ich sagen... Ja, upsi, poor Braxi. Ja, aber das ist doch unfair. Wie soll ich das denn sonst machen? Das ist in die Hose gegangen. Leute, meine Raketenwerfer haben Braxi direkt abgeschossen. Habt ihr das gesehen? Da hat keine Chance. Komm, Braxi, pass auf. Guck mal, Braxi, ich baue dir hier so eine kleine Schutzmauer auf. So, guck mal. Hinter der darfst du dich verstecken. Und dann würde ich sagen, kannst du ja mal gucken, ob du in meinen sicheren Turm reinkommst, Braxi. Darf ich auch bauen? Nein. Guck einfach, ob du reinkommst in meinen Turm, Braxi. Okay, warte. So, okay, es geht los. Es geht los, viel Spaß. Braxi, Leute, guckt euch das an. Mann, das ist unfair. Der hat gar keine Chance, Leute. Hey. Komm, Braxi, versuch's nochmal, komm schon. Hey, deine Raketen sind viel zu stark. Wie soll ich denn da reinkommen? Das wird nichts, Braxi. Ja, lauf doch einfach rein. Upsi, tut mir leid. Das wird wohl nichts. Ich laufe! Okay, Braxi, pass auf, schau mal. Guck mal, Braxi, ich mach's sogar so einfach. Ich deaktiviere die Türme mal für dich, okay? Ja. So, ich habe die jetzt ausgemacht. Zack, so. Und jetzt... Ha, du Trottel. Ja, und wie kommst du jetzt rein? So. Dann viel Spaß, Braxi, ne? Wie komme ich jetzt hier rein? Aber das ist doch keine Tür, du Dussel. Wir sollten doch eine Tür machen. Ja, das ist eine Tür, Braxi. Was? Wo habe ich drauf gedrückt? Wo war das? Hier oben? Oh, wo Braxi? Du hast den Knopf in deiner Hosentasche. Was? Nein, ich habe keinen Knopf in meiner Hosentasche, hä? Braxi. Das stimmt nicht. Wo war das? Ist das ein Laser? Hallo? Hier? Leute, Braxi hat gar keine Ahnung, was abgeht. Meine Tür ist viel zu krass. Braxi, ich gebe dir einen Tipp. Ich habe einen versteckten Knopf. Hier. Aus Stein. Ich hab ihn. Und guck. Guck mal, ist das nicht cool, wie die Tür aufgeht? Schau mal. Boah, das ist ja mega. Ich komm auch mit rein. Das ist ein richtiges Kolbensystem, was die Türen alle aufschiebt. Und jetzt bin ich drin. Ich habe gewonnen. Das ist mein Bunker. Du siehst auch hier außen ist auch Sicherheit mit Laser. Also, Braxi, du kannst immer gern durchkommen. Komm ruhig her, Braxi. Trau dich. Nein. Ja, dann komm durch. Komm her, Braxi. Okay. Trau dich. Ha. Ja. Ha, ha. Ich krieg... Aua. Du siehst... Oh nein. Sobald du da durchläufst, kriegst du Schaden. Und hier außen ist auch überall Stacheldraht, damit du auch nirgendwo langläufst. Jetzt bin ich drin. Tja. Boah, alles gehört mir. Ja, hier ist ja nichts drin. Das ist nur mein Lager, Braxi. Hier habe ich auch überall Kameras. Das heißt, falls du hier einbrechen solltest, kann man hier auf jeden Fall über die Kameras auch schauen, was abgeht. Das heißt, ich sehe immer, was du machst. Falls du hier irgendwo was klauen solltest, dann sehe ich das, Braxi. So, okay. Ansonsten kommen wir jetzt hier zu meinem Schlafzimmer und das sind meine Wachen. Du hast Wachen? Das ist unfair. Auf ihn, Wachen. Auf ihn. Ja, ihr habt das super gemacht, Leute. Ich bin stolz auf euch, meine Wachen, Braxi. Ah, da sind die schon wieder. Ich lock sie jetzt raus. Lass mich raus. Ich das muss raus. Nichts, Braxi. Kommt durch da. Ha, ihr Loser. Kommt doch raus, wenn ihr euch traut, hä? 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 Aua, Mann. Braxi, mit meinem sicheren Turm ist nicht zu spaßen. Komm wieder rein. Ja, Braxi, komm, reicht jetzt mit den Spielereien. Komm, wir schauen uns meinen Turm weiter an. Ja, aber der schlägt mich doch. Die sind noch zu viele. Ja, das ist halt so, ne? Das sind halt meine Wachen. Okay. Kommt raus. Braxi ist wieder gestorben, Leute. Mein Turm ist der absolute Hammer. Okay, Braxi, ich sag den Wachen jetzt, sie sollen ja nichts mehr tun, okay? Okay. Und die machen mir jetzt wirklich nichts? Nein, die tun dir nicht mehr weh, Braxi. Die sind jetzt lieb zu dir. Ich hab denen gesagt, die sollen dir nichts mehr tun. Ihr Blödmänner! Jetzt hör auf, die zu schlagen. Habt verprügelt. Ja, wenn du meinst.
So, guck mal. Hier oben. Der ist noch sauer auf mich. Ey, du hörst jetzt auf, ihn zu schlagen. Haben wir uns verstanden? So, ich habe ihn jetzt gesagt, er soll dich nicht mehr schlagen, Braxy. Guck mal, okay. das ist mein Bett. Hier kann ich mich abends hinlegen und dann kann ich schlafen, wenn ich möchte. Ansonsten, warum machst du jetzt mein Fenster kaputt? Das gehört sich nicht, Braxy. Ich war das nicht. Wenn du meinst, okay, komm Beweise? Schon. Braxy, hör auf jetzt. Komm, wir gehen weiter nach oben. Wow, du hast einen Tresor. Ja, das ist mein eigener Tresor, Braxy. Wie komme ich da rein? Nein, da darfst du nicht rein. Da sind meine ganzen Diamanten drin, Braxy. Und da oben, ja, hier habe ich meine kleine Waffenkammer. Schau, da habe ich zum Beispiel eine Laserpistole. Hier, schau, Braxy, damit kann ich dich abschießen. Komm her. Ah, nein, hör auf. Okay. Ja, das ist meine Waffenkammer und hier oben ist noch ein Notausgang. Schau, wenn ich irgendwie einen Notfall habe, kann ich hier auch rausgehen. Siehst du das? Ja. Ey, wie cool ist das denn? Also, Braxy, guck mal, sei mal ehrlich. Welcher Turm ist besser? Also, besser ist meiner, aber deiner ist... Deiner ist besser? Nein. Leute, ihr guckt euch jetzt alle meinen Turm an. Ansonsten, Leute, ich glaube, das war's mit dem Video. Schreibt in die Kommentare, welchen sicheren Turm ihr besser fandet. Ansonsten vergesst nicht zu liken und den Kanal zu abonnieren. Und checkt auch Braxy ab. Link ist in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Tschüss!